Freunde, es ist soweit. Seid ihr bereit, nach langer Zeit wieder für eine Folge Frankfurt-Tinder-Bingo? Hier passiert anscheinend eine Schlägerei. Seid ihr bereit, eure Gehirnzellen zu schmelzen? Weil ich bin es. Ja, das Intro zählt nicht. Ich würde sagen, Intro zählt nicht. Wir machen noch kein Intro. Wir machen noch keine Kreuze im Intro. Wir müssen erstmal warten, so wir machen erst Kreuze, wenn das Video losgeht. Tschüss, jetzt knallt's. Tschüss, jetzt knallt's. Wer war das? Digga, die fetzen sich einfach in dem Video. Das ist crazy. Wir distanzieren uns natürlich davon von körperlicher Gewalt. Wir haben eben schon drüber geredet. Gewalt ist niemals eine Lösung. Seid nicht dumm. Gewalt anzuwenden ist primitiv. Wir distanzieren uns hier von der Zabex GmbH und Co. KG von Gewalt. Was hat der gemacht? Jemand hat hier gerade eine Pfefferkanone abgeschossen. Der hat eine Knarre rausgeholt. Knarre. Ja. Knarre rausgeholt. Eine Knarre. Knarre. Ich schwöre, so ein Pfefferknarre oder so. Oh, Pfeffer, lass uns gehen. Oder was geht da ab? Also gar nichts. Ich sag ehrlich, ich kannte den Typen nicht. Auf einmal, ich höre so ein Papp. Ich sehe einfach überall rote Flecke. Ich sehe überall. Ich sehe nur noch rot. Also wenn ich jetzt Musik einblenden würde. Guck mal, ein Mann, wer Musik einblendet jetzt. Digga, das wird ein absoluter Fiebertraum, diese Folge, ne? Jetzt geht's los. Da war die erste Bauchtasche, ab jetzt machen wir Kreuze. O3, Abfahrt. Wie bei türkischen Hochzeiten, wenn sie Mikrofon testen. Oh mein Gott, ich sehe schon, es wird hier wieder voll. Ich habe mich spontan entschieden, einfach hierher zu kommen und jetzt einen Tinder auf meine Art zu machen. Und deswegen... Hatten wir einen Ford-Sound? Ja, ne? Würde ich sagen, ich freue mich jetzt hier auf die Kandidatinnen. Und auch die Kandidaten. Die sind alle ready und sehr hungrig. Ah, immerhin wird gegendert hier in den Frankfurt-Tinder-Videos. Oh, das ist ein Step nach vorne, wa? Nice. Winter Edition. Ich würde sagen, wir checken einmal unsere Ladies ab. Wahnsinn. Guckt sie euch Bingo. Mal an. Das ist doch eine von Harry Potter. Was ist mit dem Sound jetzt zum Beispiel Dann los? Dann haben wir hier, Bingo. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Also bitte, das ist ja Eie. Oh, Hermine Granger ist auch am Start. Und wen haben wir hier? Jetzt unsere Jungs. Oder das ist wieder die eine Ansage an mich gedrückt hat. Das sind heute nur die Kommentatoren, nicht wundern. Dann haben wir wen hier? Du musst nach Hause gehen. Oh mein Gott, was ist das denn? Bruder, einfach Tommy Shelby. Bro, er denkt, das ist Halloween. Er macht Peaky Blinders Cosplay. Oh. Ja, einfach Thomas Shelby von Temu. Oh, Lakai. Einfach. Oh mein Gott, es wird immer brutaler. Also, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art. Ladies first, stell dich mal vor. An Christine. Okay, aber wie machen wir es? Wird der Sound jetzt auch geil oder bleibt der so Arsch? Da Frage für einen Freund gerade. Wie genau machen wir es? Hört sich an, als wenn ich einen Hörsturz habe, Digga. Wie bitte? Ich bin An Christine. Aha. An Christine, wie alt bist du? 26. Haben wir dein Einverständnis für das Video? Bruder, ich dachte, also no joke, auch nicht böse gemeint oder so, ich werde selber immer auf 33 geschätzt, aber Digga, ich dachte, die wäre mindestens Mitte 30 oder 40 oder so. Ich werde auch immer auf 33 geschätzt, obwohl ich Mitte 20 bin, aber Bro, ich dachte, die wäre älter halt einfach. Ja? Ich sag die capped, ich sag die ist älter. Check ihn mal ab von oben bis unten. Na, wir haben auf jeden Fall schon mal die Zensurbalken Augenbrauen, würde ich sagen. Ne? Bingo. Na, N4 nehmen wir mit. Weißt du, warum du überhaupt heute hier stehst? Die hatte einen Zahlendreher in ihrem Alter, ja. Nein. Du hast ihn ja abgecheckt, oder? Ja. Mann, die Arme, Bro, die kriegt gleich Kulturschock. Nein. 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 Warum nicht? Was gefällt dir nicht? Er ist nicht mein Typ. Warum? Netter Korb, aber. Weil ich vergeben bin. Bro, du stehst ja bei Frankfurt Tinder. Was geht ab? Dein Boy hier? Ja. Wo? Hör mal her, kleines Arschlöchlein, ja. Hör mal her. Ja. Ihr seid zusammen, habe ich gehört. Ja. Wie lang schon? Jetzt eine Weile, mein Bruder. Ja? Ja. Wie hat er dich angesprochen? Oder du ihn? Ich habe ihm über Facebook geschrieben. Digga, was passiert hier? Facebook? Facebook? Digga, auf einmal sind wir wieder im Jahr 2012. Ist halt schon länger. Was hast du ihm geschrieben? Halt erst ganz normal. Bruder, die hat
die hat sich einen Atzen über Facebook geklärt. Bruder, die ist doch nicht 26, Digga. Facebook? Jetzt ist das mit dem Zahlendreher im Alter noch realistischer. Angefangen mit, hey, und wie geht's dir? Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Ich habe sie gefragt, ob sie ihn daten würde. Sie hat nein gesagt. Was soll ich dazu antworten? Gar nicht. Hallo? Oh shit. Ja, okay, wir hören uns die Meinung trotzdem von drüben an, ja? So, hi, stell dich mal vor. Ich bin Onkel von Frankfurt, Domenico. Wie bitte? Onkel von Frankfurt. Ach, jetzt haben wir auch noch einen. Das ist einer von mir auf jeden Fall. Check sie mal ab. Oh fuck, wir haben den Onkel von Frankfurt. Ich dachte, wir haben hier B1, den Vater von Frankfurt. Mann, Digga, die ganze Familie da gehört Frankfurt. Wir haben den Onkel, die Cousine, den Cousin dritten Grades, den Vater, den Stiefvater, Adoptivmutter. Von oben bis unten, bitte. I've been really trying, baby. Sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Auf keinen Fall, weil guck mal, erstens, sie ist viel zu alt. Zweitens, keine Ahnung, was mit ihr Gesicht schlug. Das ist länger als, keine Ahnung. Du bist so ein Asozialer. Sie war B4. So cool. Ich kenne sie ja gar nicht. Okay. Was, wie muss denn deine Frau aussehen? Auf jeden Fall nicht so wie die restlichen anderen. Bruder, ich schwöre, sie wird einfach komplett von ihm weggedisst und ihr Macker steht daneben und guckt zu, wie sie bei Frankfurt denn damit macht. Allein das ist schon wieder, finde ich, für mich ein Fiebertraum hier. Wie muss sie denn aussehen? Natürlich, am besten. Was sagst du? Ich rede am Telefon. Ach so. Am besten südeuropäisch. Südeuropäisch, lockige Haare vielleicht, okay. Braun gebrannt, sowas. Willst du noch mehr hier reinschneiden? Ja, ich bin auch da. Ja. Ja, er hat kaum Kaugummi. Gut, es hat ganz so sachlich angefangen. Wir gehen eins weit. Hallo. Hi. Ey, ich bin so froh, dass mir der eine Tanzapfen, der da immer mitmacht, dass die mir Frankfurt-Verbot gegeben hat, ne? Ich bin froh, dass ich Frankfurt-Verbot bekommen habe. Das heißt, ich muss nie wieder diese Stadt besuchen. Außer Eli lädt mal wieder ein zu Senza Khan. Wenn Eli nochmal zu Senza Khan einlädt, würde ich die Stadt nochmal betreten. Ansonsten bin ich da so raus. Ich mache da so einen Bogen drumherum. Das könnt ihr mir nicht glauben. Na? Na? Wie geht's dir? Gut, und dir? Oh, mir geht's auch gut. Warum fässt du mich an? Stell dich mal vor. Hi, ich bin Vika. Ich bin 23. Mhm. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Vika ist heute mein Besuch aus Berlin. Wir drehen heute einen Vlog. Yay. Mit Marius zusammen. Marius? Ja, Digga, das ist auch ein Crossover des Todes, ne? Einfach Marius von TikTok. Und der Typ war mit dieser Geparke zusammen. Das ist auch so eine TikTokerin. Die haben dann irgendwie so eine Schwangerschaft gefaked oder so. Digga, der war auch schon bei so Rap-Battles dabei. Das ist geisteskrank. Der hat alles schon gemacht im Leben. Und die hat jetzt geisteskrank abgenommen. Digga, die, keine Ahnung, die hat 180 Kilo oder so gewogen. Bruder, die hat so krass abgenommen. Das ist crazy. Marius ist auch dabei. Ja, aber sie schämt sich mittlerweile dafür. Ja, jede andere Reaktion wäre unverständlich gewesen. Vika, weißt du, was heute deine Aufgabe ist? Ihn bewerten. Was mir sehr leid tat, das habe ich gesehen, dass irgendwie vor einem Jahr seine Mutter gestorben ist. Da hat er irgendwie ein, zwei TikToks drüber gemacht. Also ich fand Marius auch immer extrem unangenehm auf TikTok, aber so, Bruder, wer bin ich, um zu urteilen? Aber da auf jeden Fall mein herzliches Beileid. Ich lasse dich heute überraschen. Ja, das war jetzt echt vom Partaler Hund. Check ihn mal ab, einmal von oben bis unten. Gut, Face, danke dir. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründen. Nein. Nein, der Junge braucht erstmal ein bisschen Talaron? So Skincare. Ja. Oh, hast du gut aufgepasst. Also erstmal ein bisschen Skincare. Zweitens, mit seiner Zahnspange sieht er sehr jung aus, also ist gar nicht meins. Wie müsste er aussehen, damit du sagst... Oh, Bruder, sie macht Pickle-Shaming mit ihm, scheiße. Das ist... Ich sage euch eine Sache, ich habe in meinem Leben noch nie Skincare gemacht. Ich bin wirklich, Bruder, ich bin ein völlig verbrauchter Mensch. Ich bin 26, ich sehe aus wie Mitte 30, mein Rücken ist gefickt, ich habe eine Körperfigur wie eine vollgeschissene Bäckersmütze. Ich bin wirklich ein wandelnder Müllhaufen. Aber ich habe unglaublich, ich habe hier immer, wenn ich beim Friseur war, habe ich hier so ein bisschen so Pickel, aber das ist mir scheißegal. Ich habe in meinem Leben noch nie Skincare gemacht. Guck mal, ich habe geile Haut. Ich habe Lippen, die sind trocken wie Nonnenkitzler im Winter. Das ist ein Problem, aber scheiß drauf. Aber ansonsten, ich habe geile Haut, Digga. Ohne Scheiß. Ich habe nie Probleme mit Pickel gehabt. Ich habe manchmal ein bisschen trockene Haut, aber ansonsten habe ich Top-Haut. Eins der wenigen Dinge, die im Leben, die bei mir gut sind. Rest meiner Gene kannst du wegschmeißen. Restmüll genetischer. Ist es? Aber die Haut rettet es auch nicht. So ein Ding ist das. Weil er sieht aus wie, weiß ich nicht, als wäre er 16. So, weißt du, ich meine? Wie bitte? Ich habe heute frisch meinen Bart weggemacht, weißt du, wie ich meine? So. Was sagst du denn? Was soll ich dazu sagen? Meinung, ihre Meinung. Boah, das muss aber auch abfucken, ne? Wenn du dann labern dich Leute voll gerade in der Schule, Bro. Wie gesagt, Kinder sind grausam, Digga. Ich wurde tot gemobbt, weil ich fett bin. So, und wenn du dann noch als Kind irgendwie Pickel hast, so, Digga, du wirst auseinandergenommen dafür. Und dann selbst wenn du den Klerasil oder sowas benutzt, wenn das einfach genetisch vorgegeben ist, oft kannst du dagegen auch nichts machen. Dann bist du gefickt.
gefickt, Alter. Ich hatte einen Kollegen in der Schule, der hatte Neurodermitis. Was meint ihr, wie der auseinandergenommen wurde, der Arme? Ja? Okay, wie muss dein Typ aussehen? Auf jeden Fall Bart. Bart? Ja, ja. Und sonst so ein bisschen Talerhuhn-mäßig, ja? Okay, auf was stehst du? So, was ist dein, wo du sagst, darauf stehe ich? Im Talerhund-Stil, ja. Sehr cool gemacht. Oh, da wird im Hintergrund gewaped. N2 haben wir schon, hören okay. Hören uns jetzt die Meinung mal von drüben an. Demenz, stell ja. dich mal vor. Jo, was geht? Ich bin der Ahmed aus Frankfurt. Jo, Ahmed aus Frankfurt. Woher kommst du aus Frankfurt? Aus Enkheim. Aus Enkheim? Ich würde auf jeden Fall, auch wenn wir es schon mal angekreuzt haben, ich würde hier nochmal einen N4 Zensurbalken Augenbrauen ankreuzen. Doppelt hält besser. Wie alt bist du? 19. Haben wir dein Einverständnis für dieses Video? Normal, mit Herz auch, mein Bruder. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Ich? Sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Schon, ja. Ja? Hat schon was, ja. Gefällt dir, oder? Normal, immer ehrlich sein. Okay, was gefällt dir so, wenn du sie anguckst? Hoffentlich fair. Also süß, ein süßes Mädchen so. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, ne? Charakterisch kennt man die Person nicht. Mhm. Deswegen. Was muss denn deine Traumfrau aussehen? Gute Frage, loyal auf jeden Fall. Kleiner als ich ist so eine Sache. Okay, guck mal, er ist so hungrig, yeah. Er darf auch mal. Ja, komm, schieß. Stell dich mal vor. Ich bin Pass auf, Julia, gut, dass du kommst. Pass auf, ich gebe dir jetzt einen Hot-Take. Ja, wir gucken hier gerade Frankfurt-Tinder. Und es ist immer die Diskussion, Arschen. Wenn man jetzt aufs Oberflächliche geht, ja, rein äußerlich das Oberflächliche. Ich habe einen Hot-Take. Ich sage, und da schwöre ich sogar drauf, das ist wichtiger als Tinder und Arsch, ein geiles Lächeln und schöne Haare. Und du hast zum Glück beides. Aus Afghanistan, ja. Aus Frankfurt. Weil sie hat eben gesagt, sie steht auf Typen mit Bart. Okay. Und jetzt haben wir einen. Okay, also wie findest du diese Frau? So ein bisschen alt für mich, aber geht schon. Alt für dich? Ja. Wie alt bist du denn? Schon 24. 24? Ja. Wie alt bist du? 23. Bruder. Digga, what the fuck? Was für alt? Bruder, er kommt im GTI angefahren und holt da seine Freundin aus dem Kindergarten ab, oder was? Bro, what the fuck? Und was sagst du? Ja, geht schon. Er ist auf Sendung. Ey, Bruder, was ist los? Boah, tschüss, was geht jetzt ab? Was macht der für eine Ansage? Er ist auf Sendung. Digga, wer ist er? Ja, geht schon. Er ist auf Sendung. Lass mal kurz Ey, Bruder, was ist los? Lass mal kurz Oh mein Gott, es gibt Beef. Was sagst du dazu? Schlägerei. Passiert. Er macht einfach Interview, während dem einen der Schädel eingeschlagen wird. Bruder, weil er die wollen Gurke, ich weiß. Oh, jemand wird handgreiflich. Guter Call. Wir haben das erste Bingo des Tages, Freunde. Hoch mit der Wand. Was wollen Sie? Guck mal, ich hasse schon Resen ab, Bruder. Der Vater von Frankfurt wird angegriffen. Sag so ein Wo sind meine Albos? Ey, Luan. Einfach Dings, Romeo und Julia. Das ist normal in Frankfurt. Egal, komm, wir machen hier weiter. Bitte nicht vor der Kamera. So, was sagst du? Ja, ich finde sie hübsch schon. Wahnsinn. Oh Mann, warum kommen sie immer vor die Kamera? Ja. Würdet ihr auch sagen, da hat jemand ein extremes Geltungsbedürfnis, ein extremes Aufmerksamkeitsproblem? Distanz. Oh Gott, er geht auf Eier, sagt. Distanz. Jalla, weg hier. Chill. Yalla, yalla, hopsasa. Boah, tschüss. Boah, Alter, der hat echt... Bro, Digga, wie asozial, Bruder. Der holt einfach eine Gazi raus und ballert damit Pfefferspray um sich. Bruder, ey, ich sag euch wirklich, ich bin Frankfurt so raus, Diggi. Ich hab so keinen Bock auf diese Stadt. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Wer war das? Was hat der gemacht? Mein Gott, hier wurde gerade gepfeffert. Oh, Pfeffer, lass uns gehen. Digga, ist das geisteskrank. Das hat geschossen wie aus dem Loch. Das war FIFA oder was? Oder? Was war FIFA oder was? Weiß ich nicht. Was sagst du dazu? Weil die sind dumm. Oder? Ich wollte reiten. Der hat eine Knarre rausgeholt. Der hat eine Knarre. Wie eine Knarre? Ich schwöre, so ein Pfefferknarre oder so. Ja. Eine Knarre. Ich dachte, mit Knarre kocht man. Ah, nee, das war Knorr. Wenn zwei Leute Stress haben, freut sich der Dritte. Ich, sollten sie zusammen weg. Ja, muss. Aber in die Menschenmenge Jemand hat geschworen, sowas zu schießen, Doppelbingo, hoch mit der Wand.
ist nicht okay. Nicht. Und Berat ist bekannt dafür, dass er sich jedes Wochenende hier schlagen muss. Aber warum haben die sich gestritten, weiß man nicht. Pause für dich nach Hause, das ist immer. Sind Frauen und Männer gleichberechtigt? Nein. Warum? Nein. Wer hat die Hosen an? Fuck, da wäre eine Pennergranate gewesen, ihr hättet recht, scheiße. Nein, nein, nicht Frauen, nicht Männer, ich will schon. Wie bitte? Nein. Ja, ich verstehe schon. Aber geht nicht. Kennst du Sprachen lernen, Bubble? Ja, das ist, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Oder er ist verheiratet, seine Frau und seine 4 Kinder chillen zu Hause. Die reißt sich den Arsch auf, kocht für die Kinder, bringt die ins Bett und er chillt derweil in irgendeiner Fußgängerzone bei Frankfurt Tinder. Bruder, das könnt ihr euch at this point alles nicht mehr ausdenken. Also manchmal bin ich mir auch so, guck mal, das Jahr 2024 geht zu Ende, es ging wirklich viel Scheiße ab. Und manchmal bin ich auch an so einen Punkt angekommen, wo ich mir so denke, Bruder, das kann doch alles nicht wahr sein. Wir müssen doch in einer verschissenen Simulation leben. Das ist doch nicht mehr Real Life. Das ist doch nur noch ein Fiebertraum hier. Sag mal, ich bin verheiratet. Ja. Mein Deutsch ist gerettet. Mein Deutsch ist gerettet. Ja. Ich sag, die sitzt mit Mitte 30 im Rollstuhl. Ich wünsche es ihr nicht, von Herzen nicht. Ich wünsche ihr ein langes, gesundes Leben. Aber diese Haltung mit der Wirbelsäule, das ist ja nicht gesund. Das ist ja keine gesunde Haltung oder was. Die muss ich mal irgendwie einen ergonomischen Stuhl kaufen oder sowas. Warum seid ihr so frech? Wir dürfen das, wir sind geile Russinnen. Bist du auch Russin? Ja, Russin. Echt? Oh mein Gott, Blärt. Redet mal Russisch miteinander. Привет, как дела? Хорошо, у тебя. Спираса си бантон, спраси. Ёб твою мать не хай. Яра амбажи. Danke für die Primes. Erzählt mal, was ist eben passiert? Ich weiß nicht, auf einmal, erstmal kam... Спираса си бантон, спраси. Regerei aus dem Nichts. Also finde, erstmal ein bisschen getanzt. Genau. Erstmal, es fing an mit einem Tanz, ein ganz romantischer Walzer. Und dann wurde aus dem Walzer irgendwie ein bisschen Schlägerei. Und aus Schlägerei wurde Shoot. Du bist ja gar nicht dran. Aber du wolltest hier unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir dich mal direkt bewerten von einem Typen? Ja, gerne. Hat jemand Danke für die ganze Prime-Chat. Viel lieber, bewerten? Alter. Bewertest du mich? Ja, kann ich machen. Okay, wie findest du sie? Ja, sieht schon gut aus, ja. Was machen? Stabile Bewertung, Digga. Auch schön ins Detail gegangen. Von Herz kamen die. Dann 360 machen. Was ist das? Einmal so umdrehen, so komplett. Willst du das? Oh. Genau. Nein. Er will es nicht, sagt er. Bekommt, für die er Zuschauer. Trotzdem. Bekommt er trotzdem. Was sagst du? Ja, ist auf jeden Fall überwältigend. Also es gibt eine Sache, auf die ich heute überhaupt nicht klarkomme. Und das sind seine Schuhe. Digga, kleiner Brevel Mondwanderung mache, Digga. Der will ins Weltall fliegen. Was ist das? Neue Balenciagas, Replikas. Immer, also halt Balenciagas, ne? Bruder, du kannst. Aber mache, dass er sagt Replika. Du kannst dann Menschen töten. Guck mal. Alter, hast du einen Waffenschein dafür? Nein. Tanz mal einmal für die Kamera mit dir zusammen. Bruder, die hat so ein krasses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, die Arme. Eigentlich könnte ich noch gemeiner zu der sein, weil die mich gebodyshamed hat, aber ich werde es nicht machen. Ich glaube, ich habe gerade gemerkt, dass ich doch auf Männer stehe. Ich glaube, ich habe gerade gemerkt, ich stehe doch auf Männer. Das ist ja krass. Das ist crazy. Erzähl mal ein bisschen von dir. Was machst du so? Also ich mache Onlyfans und ich verkaufe meine Füße. Ja, okay. Die normalste Antwort. Es überrascht mich nicht. Meine Füße, der kann gerne vorbeikommen. Ich lehne, also wirklich super verlockendes Angebot, aber ich lehne dankend ab. Wie bitte? Also ich verkaufe meine Füße und man kann damit echt gut Geld verdienen. Ja, und ich Männer an für Geld. Und Bruder, aber ich sag ehrlich, ich nehme das nicht mal wen übel. Wenn ich eine Chaya wäre und ich könnte auf eBay Kleinanzeigen verfickte getragene Socken von mir verkaufen oder Fußbilder und ich könnte damit reich werden, ich gebe euch Brief und Siegel da drauf, ich wäre eine Islat. Bah, Digga, ich wäre so eine Islat. Ich würde einen Tag lang so 20 Paar Socken vollstinken und dann würde ich die Scheiße für ein Apfel und ein Ei verticken auf eBay Kleinanzeigen für irgendwelche Fußfetischisten und damit würde ich mich dumm und dämlich verdienen. Ich würde meine Stinkesocken verkaufen, die würden weggehen wie billig Ware an dem Teddy-Grabbeltisch. Junge, dann gibt's hier und da mal eine Aktion zu Weihnachten, hier und da
da mal Discount, kauf 3 Paare, zahl für 2 und dann können die meine Socken voll wichsen, bis die Ohren schlackern, mir scheißegal. 100%, ich würde mich dumm und dämlich verdienen. Ich peitsche die auch aus. Auch drin. Genau. Und was machst du? Füße ficken lassen, ist alles mit drin. Bruder, Onlyfans, stell dich mal vor, ich hab, meine Füße sind gefickt, Bruder. Nagelpilz, Dornwarze, ich hab die ekligsten Füße in Deutschland. Pass auf, wäre ich eine Frau und hätte geile Füße, Digga, ich würde Fotos machen, ich würde eine Fotografin bezahlen. Ja, mit verschiedenen Nagellacksorten, Farben und so. Und dann würde ich eine ganze Palette an Fußbildern verkaufen und mich dumm, ihr wisst nicht, wie dumm und dusselig die sich damit verdienen. Also ich mache auch Onlyfans, ich fange jetzt gerade neu an. Also checkt durch gerne mein Onlyfans. Ich würde so, guck mal, wenn du ohne Gesicht machst, einfach nur Füße, Bruder, ist auch scheißegal, dann kriegt die Familie das nicht mit, Bruder, und dann gib ihm. Und wo findet man dich da? Achso, Crazy Vika mit 3A. Was war das Krasseste, was du je gemacht hast? Wollt ihr das wirklich wissen? Ja. Ja. Wollt ihr es auch wissen? Ja. Ja, jo, unbedingt. Nein, nochmal bitte. Wollt ihr es auch wissen? Ja. 10 Subs und ich zeig meine Ich habe jemanden mit einem für 700 Euro. Ich hab jemanden mit einem für 700 Euro. Mit was hat er was gefickt? Macht einen Screenshot und damit könnt ihr euch jetzt ein schönes Wochenende machen. Viel Spaß beim Abpumpen. Ja. Danke für die Subs, Leute. Ich küsse eure Penisse. Dann habe ich den ausgelacht und in Frankfurt an Hundeleine geführt mit so einer Peitsche und dann haben die auch Bilder und so von mir gemacht. Das habe ich auch gemacht. Also ich gebe das öffentlich zu. Ich bin eine Domina, aber ich kenne nicht für Geld. So. Digga, die können so viel Geld verdienen. Bro, es gibt Leute, es gibt einen Fetisch, da finden irgendwelche Zahlsklaven das geil, für irgendwelche Onlyfans-Chayas Unmengen an Kohle auszugeben und das ist für die sexuelle Befriedigung. Die geben ihr ganzes Erspartes aus, einen Monatslohn und wechseln sich darauf dann den Schwanz. Genau, ich bin sehr bestimmerisch über Männer, also ich bin sehr herrisch und so. Ich mag das, wenn Männer mich wie Prinzessin behandeln und für alles für mich machen. Ich hab auch Sugar. Hab ich auch schon gemacht mit Fake-Account, das Geld verdient. Also Bruder, ich nehm's dir nicht übel. Ich glaube, Fake-Account kann es halt gebastelt für werden, aber ich nehme es niemandem übel. Wie gesagt, wäre ich eine Frau und ich würde Fußbilder verkaufen, bis mir die Sohlen brennen. Daddy. Was war das Krasseste, was du je gemacht hast? Also ich war ja eine Zeit lang auch im Stripclub aktiv. Da würde ich, also für mich war das Krasseste eigentlich, wo ich meine Füße auf der Bühne... Kannst du einen Spagat? Ja. Ehrlich? Ja, normal. Würdest du jetzt einfach so... Ach man, da kommen doch sämtliche Bakterien in die Möse. Du kannst doch nicht mit so einem Mini-Rock, stabile, Bruder, die, ja gut, die Beinpresse, 180 Kilo. Du kannst doch nicht mit einem Mini-Rock Frankfurt Hauptbahnhof hier einen Spagat machen, ungeschützt. Mann, da kommen doch sämtliche Bakterien in die Muschi. Aber Respekt. Ey, einer. Ich wäre jetzt im Krankenhaus, wenn ich das versuchen würde. Raus für sie, kommt. Crazy. Ich heiße ja nicht ohne Grund Crazy Vika. Sind gleich. Sie ist, glaube ich, eher die Dominante. Ich stehe eher drauf, dominiert zu werden, so weißt du? Also, wenn ich einen Freund habe, dann ist der auch dominant, aber sonst bin ich so eine richtig herrische und dominante Frau. Herrische? Was meinst du mit herrisch? Bruder, machen wir hier gerade ein verficktes Jobinterview oder ist das Frankfurt-Tinder? Sag mal bitte. Ja, wenn man. Ich muss. Guck mal, der Mann. Meinst du den herrisch? Herrisch? Der Mann muss alles machen, was ich sage. So, das mag ich. Außer in Beziehung, da nicht. Aber sonst immer. Magst du es, beleidigt zu werden? Nein, ich beleidige Männer. Ja, natürlich. Magst du es, beleidigt zu werden? Ja. Spaß. Wollt ihr das Video beenden? Nee, wir wollen noch weitermachen, oder? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich übergebe euch das Mikrofon. Okay. Ihr dürft ein bisschen was erzählen. Was soll ich denn erzählen? Ich gehe mir nämlich was zu trinken holen. Ja, okay. Was wollen wir erzählen? Also, wir beide machen Onlyfans. Ja, ich weiß. Ich weiß es, dass ihr Onlyfans macht. Ihr habt es in den letzten 3 Minuten 18 Mal erzählt. Ich verstehe es mittlerweile, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, an Heilmitteln gegen irgendwelche Krankheiten forscht, ne? Und das meine ich nicht despektierlich. Angefangen. Ja. Also findet ihr nicht, wir sehen voll süß aus zusammen? Ja. Liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Eine dominante Frau und eine devote Frau. Bruder, sie kennt das Fremdwort devot. Bruder, das ist das Intelligenteste, was ich je bei Frankfurt Tinder gehört habe. Devot, crazy. Wie sie mich dominiert. Ja, oh mein Gott. Das ist Arbeitsvokabular.
Das ist crazy. Und mit Toys. Wir beide machen das mit Toys. Ich stehe ja auf Toys. Und ich stehe auf große. Domenico, komm mit ins Video. Der ist, der ist, den würde ich smashen, den würde ich smashen. Würdest du den smashen? Dankeschön. Ah, sie hat zu lange gezögert. Das heißt nein. Danke. Ja. Ich lande froh. Wir sind beides Russinnen. Wir sind beides geile Russinnen. Wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden. Ja, wir wollen teurere Autos, gell? Ja, dann, was weiß ich, sucht euch einen vernünftigen Job oder ballert Onlyfans durch. Dann müsste das nicht allzu lange dauern, oder? Ja, also Autos schon billig, Dinger. Was ist das? R8. Ah, einer hat mich sogar abgeholt. Oh, shit. Oh, ich krieg Kopfschmerzen vor dem Format. Ich hoffe einfach mal, das war off-camera abgeklärt, dass der da mal zu lang darf. Ansonsten distanzieren wir uns da natürlich meilenweit von. Sexuelle Belästigung ist weder lustig, noch ist das ein Kavaliersdelikt. Das geht nicht fit, aber das muss ich hoffentlich hier keinem von euch normal denkenden Menschen nochmal erklären, dass man sowas nicht macht, ja? Einer hat mich sogar mal abgeholt im R8. Mich auch, aber schon vor lange her. Ja. Also könnte ruhig mal wieder passieren, ja? Ja. Also Leute, ihr habt... Bruder, ich brauche eine Ibuprofen, ne? Wir sind 15 Minuten in dem Video. Ich brauche eine verschissene Ibuprofen hier nach. Real Talk. Gesehen, was vorhin auf der Zeit passiert. Mit jedem Mal, wo die gelacht hat, habe ich 10 IQ verloren. Es kam wirklich sehr, sehr unerwartet. Wir haben ein Tinder-Video gedreht, wie immer. Wir haben sogar vorher es beschworen, dass es Stress geben wird. Ich muss ehrlich dazu sagen, es sah anfangs gar nicht so aus, als hätte er Stress. Das sieht man auch. Ich habe das so... Digga, die machen jede Woche irgendwelche Ansagen an irgendwelche Leute und verhalten sich wie die Axt im Walde. Bro, obvious hast du irgendwann mal Stress, wenn du mit einer großen Fresse durchs Leben läufst. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. So gar nicht realisiert. Ich habe erst gedacht, die tanzen Cha-Cha-Cha. Ich schwöre, ich dachte, die tanzen. Ich habe noch gesagt, bitte nicht vor der Kamera. Weil... Bruder, ich schwöre, die waren einfach so Hand in Hand erstmal. Nein, er war wirklich so, Bruder. Er hat ihn so, Bruder. Nein, ja ganz... Digga, das war so. Warte, yeah. Gib mal her. So. Ja, aber er hat wirklich so. Also, wenn ich jetzt Musik einblenden würde. Guck mal, ein Mann, wer Musik einblendet jetzt. Ja. Hä, das sieht wirklich. Das sieht wirklich aus, als tanzen die Walzer, Digga. Das sieht aus, als würden die auf einer Hochzeit tanzen. Auf jeden Fall hat man dann gesehen, dass die Sache immer weiter und weiter eskaliert ist. Und dann hat man so gesehen, oh, das ist doch nicht so, wie es aussieht, sondern Lage ist ernst. Ich habe nur gesehen, also ich habe mich dann gegen Ende eingemischt, habe diesen Typen zurückgezogen. Berat hat sich dann gewehrt, weil er... ein paar Mal ihm eine Kopfnuss versucht hat zu schieben, hat er sich gewehrt, ihn zurückgeschlagen. Das Ding ist, das ging... Guck mal, wie er grinst. Guck mal, wie er da sitzt. Er denkt so, er wäre jetzt so Mike Tyson, sein Urgroßvater. Guck mal, wie stolz er auf sich ist, weil er dich auf die Fresse bekommen hat. Guck mal. So schnell, ich habe nicht mal gesehen, dass er was... Er denkt so, er ist Conor McGregor von Frankfurt auf einmal. Seiner Hosentasche. Stolz wie Bolle. Seine Hosenstolz war so offen, oder so rausgeholt. Er hat das wirklich von seiner Hose hier rausgezogen. Und hat boom geschossen. Ja, und dann war Massenpanik, Alter. Ich habe erst gedacht, man hätte erst gar nicht gesehen. Digga, der Vater von Frankfurt wurde gepackt. Da! B1, abfahren! Bingo! Ich habe gedacht, das ist eine Schreckschusswaffe oder sonst was. Die Polizei ist auch nicht danach gekommen, ne? Da wurde ja einfach geschossen mitten auf der Zeile. Das ist eine mit einer Pfefferpistole. Es wurde einfach im Video geschossen. Und was war das nochmal? Das war eine Pfefferpistole, die nennt man auch Jet. Die haben immer mehr Leute in Frankfurt. Ich habe einen Kollegen, der das hat, deswegen weiß ich das zufälligerweise. Ja, das ist wirklich einfach eine Pistole mit einem Pfefferspray, also mit einem, wie in einem Pfefferspray, ein Geschoss wie ein Pfefferspray quasi. Und ja, der Typ, man sieht auch in dem Video, der ist extra zurückgegangen, weil witzigerweise, also eigentlich überhaupt gar nicht witzig, wenn du... Hatten wir Slut-Shaming? Weil so vorne dran auslöst, dann erblindet der Mensch halt für immer, ne? Also deswegen, der weiß schon, warum er so weit weggegangen ist. Also wenn er jetzt damit jemanden so trifft, nee, ich würde auch sagen, kann er wirklich nein. erblinden. Aber der muss nah sein. Genau deswegen ist er ja auch, man sieht ja auch, nachdem
er hat ihm ja so einen Tritt gegeben und der ist ja nicht wegen dem Tritt so weit weggeflogen und er ist auf ihn zugekommen auf einmal und hat einfach nur, er hat glaube ich wirklich einfach nur gesagt, warum bist du so frech, ne? Als erstes, oder? Mama, guck mal, mach jetzt einen Cut. Nee, wir müssen keinen Cut machen. Ich kann das schon. Das Digga, er gibt so Regieanweisungen, er sagt einfach, nee, machen wir nicht. Das Ding ist, was war der Grund? Also gar nichts, ich sag ehrlich, ich kannte den Typen nicht. Ich bin kurz rausgegangen vom Video, also ich war kurz weg von der Kamera. Ich wollte den Darius was sagen, auf einmal... Ich heiße Marius, Bruder. Auf einmal, ich gucke, da ist so ein Typ, Digga. Digga, Idiot, einfach nicht. Ich heiß Marius, Bruder. Ihn juckt's einfach nicht. Ey, ist das krass wieder. Ist das wieder krass, Digga. Den Vater von Frankfurt, den juckt gar nichts mehr. Digga, so mit zwei Leuten, Alter, der packt hier so an meine Schulter, der sagt so, warum ist eigentlich so frech? Ich denk, also du kennst ihn nicht? Nein, ich kenn ihn auf jeden Fall nicht. Ich will ihn auch nicht. Auf jeden Fall, ich sehe den so, Digga. Sag, komm mit, lass mal kurz mit dir reden. Darius. Auf einmal, er gehört zu Noxus. Ganz alleine. Ich sag, guck mal, fass dich nicht an, lass los oder dann lass ich auch los. Ganz einfach, beruhig dich einfach. Mann, ich auf krass und so alles vor diesen Leuten da. Und dann, ich gucke schon, da sind Leute, die filmen schon. Und dann macht er weiter. Da dachte ich mir, okay, weißt du was, Leute nehmen schon auf. Dann gehe ich zu Pappenmaki, also er war vor mir 10 Meter entfernt von mir. Er war so 10 Meter entfernt von mir. Er ist mit ihm Ich dachte mir einfach, weißt du was, ich packe dich mal ins Video rein, was für ein komischer Typ du bist, Digga, dass du nur vor Kamera so das machst, weil du hast schon gesehen, da Leute haben schon davor schon aufgenommen. Dachte ich, okay, wenn du schon so krass machst, dann lass mal auf YouTube dich so einfach mal zeigen. Auf einmal hat er versucht, einmal so eine Kopfnuss zu geben, hat er erstmal nicht geschafft. Und danach macht er es noch einmal. Und dann noch einmal dachte ich mir so, okay, ey, weißt du was, jeder guckt mich gerade einfach an. Bruder, das ist so gefährlich, ne? Wenn du wirklich eine Kopfnuss in die Fresse kriegst, Digga, das zerfällt halt die komplette Nase, ne? Bro, was geht da drüben in Frankfurt? Sag mal bitte. Und dann ist der wieder zu mir gekommen, also irgendwas machen, hat ich einmal einen Kick gegeben. Also so einen Kick gegeben, ist er weggegangen. Auf einmal, ich guck, meine Kappe ist weg. Dann guck ich auf den Boden, meine Kappe ist. Auf einmal, ich guck nach oben, ich höre so ein Geräusch. Der schreit so laut. Ey, denkst du kannst mich oder was? Auf einmal, ich höre so ein Papp. Ich sehe einfach überall rote Flecke. Ich sehe nur noch rot. Du hast auch die ganzen Flecke auf deiner Jacke, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Digga, ich hatte das mal an Silvester, ja. Das war auch eine krasse Story, pass auf. Mein Dad hat auch so eine Schreckschussknarre. Und da kannst du, es gibt ja so Patronen, da kannst du, was weiß ich, Pfefferspray reinmachen und whatever, ja? So zu Abwehrzwecken. Der hat so ein Ding irgendwann mal geschenkt bekommen und das stand bei ihm in der Vitrine. Digga, es ist Silvester, so, und ich mach einfach so, Bruder, keine Ahnung, da war ich auch schon ein paar Jahre her, hab ich so ein bisschen Schreckschuss rumgeballert, so, das bisschen Krach gemacht im Garten. Und dann hab ich eine Patrone reingesteckt. Das war aber keine Schreckschusspatrone, das war eine Pfefferspray-Patrone. Ich schieße mit dieser Schreckschusswaffe die Pfefferspray-Patrone in die Luft, weil ich das nicht wusste, gegen den Wind. Und dieser komplette Schwall, diese komplette Wolke Pfefferspray kommt zurück und hittet mich in die Fresse. Bruder, ich war 2 Stunden Knockout. Das war so geisteskrank. Meine Mutter wird mir auf jeden Fall ein neues Ding kaufen, Alter, kein Problem. Zeig mal deine Jacke. Egal. Mach mal deinen Arm hoch. Ja. Zeig doch mal richtig. Zeig mal, Bruder. Zeig mal. Was war das? Wegen was ist das? So, das ist beim Cha-Cha-Cha-Tanz passiert. Willst du nicht mal ein Statement abgeben, dass diese... Guck mal, er macht richtig Fitner. Er will richtig so, komm, mach nochmal eine Ansage. Komm, mach nochmal eine Ansage. Dann knallt er in meinem nächsten Video nochmal. Stress vielleicht endet, weil du sagst ja selbst hinter der Kamera auch, ich habe keinen Bock mehr. Willst du nicht mal was sagen, wo du vielleicht denkst, es könnte aufhören? Wenn ich, keine Ahnung... Weil er ist wirklich hinter der Kamera so, er sagt, er hat keinen Bock mehr, was auch verständlich ist. Er hat jetzt vielleicht so im Video ein paar Sachen erwähnt gehabt, die, keine Ahnung, er ist jung, sein Blut kocht, er denkt, er ist der Vater von Frankfurt, aber das ist alles nur Unterhaltung, Leute. Es gibt viel, viel zu viele Leute, die nehmen das zu ernst. Vielleicht sagst du mal sowas. Okay, aber dazu muss ich wirklich mal sagen, also das Internet ist halt leider in vielen Aspekten schweinedumm. Das Ding ist halt, wenn er in jedem Video da steht und jeden bis aufs Blut beleidigt, rauf und runter, ja, alles, ich bin der Krasseste, ich bin der Vater von Frankfurt, komm doch, wer kommen will. Bro, also keine Ahnung, wenn du an jeden Ansagen drückst, jede Woche, natürlich, ne, ich stehe da nicht hinter und ich bin sowieso dafür, dass jeder ein bisschen mehr chillen sollte. Ich bin auch gegen körperliche Gewalt und so. Digga, aber wenn du jede Woche irgendwie Ansagen schiebst und so, Bro, du kannst es dir halt an einer Hand abzählen, dass irgendwann zu dir kommt und Stress schiebt. Wie es in den Wald reinruft, schallt es halt oft wieder raus. Denkst, du sagst ja immer, ich mache jetzt ein Statement, beende das alles und so. Also ich habe schon auf TikTok ein bisschen geredet, das mit diesen 4 Frauen und so, dass es nur Spaß war und so alles. Und ich dachte, mir hat schon gereicht. Das haben schon genug Leute gesehen, dachte ich mir so, aber... Man erntet, was man sieht, genau so ist das. Keine Ahnung, es kommt mir so rüber, als hätte es keiner gesehen, da keiner gehört. Deswegen wäre es gut, wenn ich es mal hier nochmal sage. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die ich auch ernst meine, so, aber natürlich,
Ihr müsst denken, Leute, hinter der Kamera, wir sind natürlich anders. So, wenn ich wirklich so wäre wie in den Videos, dann würde der selber mich nicht mal mögen, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Ja, aber gut, dass er hat mal einen Reality-Check bekommen. Sehr gut. Gut, dass ihm nichts passiert ist. Gut, dass da mal reflektiert wird. Wichtig. Wisst nicht, was in der Kamera abgeht, was da so besprochen wird. Und ja, Mann. Bruder, es war heute ein sehr, sehr witziger Tag sowieso. Es war trotzdem, also wirklich ein witziger Tag. Es war ein Event, Bruder. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass nach jemandem geschossen wurde, auch wenn es nur eine Pfefferpistole. Das Geil ist, er lacht einfach. Aber ja, es wurde auf jemanden geschossen, war überwitzig, Digga. Pistole ist mein Bruder. Ich weiß nicht, was genau ich zu Frankfurt sagen soll, Bruder. Dieser ganze Tag verwirrt mich, Bruder. Ich wohne in einem Dorf, Bruder, und ich kann nicht passen, dass der Bruder hier einfach heute gejettet wurde, also mit so einer Pfefferpistole abgeschossen wurde und jetzt einfach hier sitzt. Bruder, in was für einer Simulation leben wir, Bruder, in was für einem Jahr sind wir gelandet. Aber an sich war es trotzdem witzig und ich freue mich, dich heute mal wieder gesehen zu haben und scheiß drauf, Bruder. Jeder, der hat mehr Bruder in vier Sätzen benutzt als andere Wörter.